Hi kids, do you like violets? Eminem, aka Slim Shady, der größte Hip-Hop-Künstler der Geschichte, und das sind all seine Beefs. Will Smith. Will und Eminem sind beide für das beste Video bei den MTV VMAs nominiert und Will Smith kann am Ende den Award mit nach Hause nehmen. Bei seiner Dankensrede sagt Will, dass er nicht fluchen oder Leute bedrohen muss, um Platten zu verkaufen. Eminem bezog diesen Kommentar auf sich und disste ihn daraufhin auf seiner Hitsingle The Real Slim Shady mit den Worten: Will muss nicht fluchen, um Platten zu verkaufen. Aber ich muss es, also scheiß auf Wien und auf dich auch. Jazzy Jeff, der DJ von Will Smith, meinte mal in einem Interview, dass er glaubt, dass Eminem wegen etwas ganz anderem noch wütend auf Will Smith war. Denn kurz bevor M bei Aftermath unterschrieb, zeigte er Will Smith seine Lieder. Will sagte daraufhin: Entweder wirst du der größte Flop der Hip-Hop-Geschichte oder du wirst der größte Künstler, den Hip-Hop je gesehen hat. Vielleicht hat Eminem dies als Angriff gesehen und aufgrund dessen den Seitenhieb an Will verteilt. Benzino. Der Streit zwischen den beiden begann, als Eminem backstage bei einem Event ein Gespräch mit Benzino verweigert. Aufgrund dessen verpasst Benzino Eminem einen kleinen Seitenhieb beim Freestyle und droppt danach den Song Pull Your Skirt Up, in dem er Eminem disst. M droppt daraufhin drei Diss-Songs, Invasion, The Source und Nail in the Coffin. Benzino wiederum antwortet mit dem Song Better Lose Yourself, in dem er nicht nur Eminem drohte, sondern auch seiner Tochter. Daraufhin droppt Eminem einen für mich bis heute sehr, sehr starken Diss-Song mit DMX und Obi Trice namens Go To Sleep. Danach disst er ihn noch auf zwei weiteren Songs. Erst dann ließ Eminem von Benzino ab, dessen Karriere fast am Ende war. Dennoch ließ Benzino nicht locker. Er released einen unveröffentlichten Track von Eminem, in dem er sehr schlecht über schwarze Frauen rappt. M sagt dazu, dass er zu der Zeit sehr verärgert, frustriert und dumm war und entschuldigte sich dafür. Dennoch kratzte diese Aktion ein wenig an Eminems Ruf. Cannabis. Am Anfang hatten beide Künstler sehr viel Respekt füreinander. Als dann aber Cannabis von LL Cool J gedisst wird und er der Meinung ist, dass der Diss-Track von Eminem geschrieben ist, beginnt der Streit. Eminem startet das Ganze mit einem Seitenhieb gegen Cannabis auf den Song Role Model. Was folgt, sind eine Reihe von Diss-Songs von Cannabis gegen Eminem. Der Song You Didn't Care bekam am meisten Aufmerksamkeit von der Szene. Eminem antwortet hier und da mal wieder, ohne seinen Namen zu nennen, bis er dann den Song Can I Bitch droppt. Danach ließ M Cannabis in Ruhe, der ihn trotzdem weiterhin attackierte. Ein wenig später kühlte der Beef zwischen den beiden ganz ab. Jermaine Dupri. Der Beef zwischen M und JD entstand durch einen Artikel, in dem JD sagt, dass er ein besserer Produzent als Dr. Dre sei. Daraufhin dissten Dr. Dre und JD sich gegenseitig, bis JD auf dem Song Jackin' for Beats Eminem direkt anspricht. In dem Song sagt er: Ach ja, Eminem, ich hab dich bewusst ausgelassen. Weißt du warum? Weil für mich bist du nur ein Disney-Charakter, der bekannt dafür ist, Popbands und die Freundin von Justin Timberlake zu dissen. Sachen, die niemand ernst nimmt. Daraufhin disst Eminem JD auf den Diss-Song gegen Cannabis, Can I Bitch, einfach mit. Und bei einem K-Slay-Freestyle kriegt JD auch noch ein paar Zeilen ab. Nachdem das geschehen ist, sagt JD in einem Interview, dass er erst wieder Eminem antwortet, wenn der ein bisschen härter gegen JD vorgeht. Da dies nie geschieht, kühlt auch dieser Beef langsam ab. Christina Aguilera. Christina legte die Information, dass Eminem geheiratet hat, warnte im gleichen Atemzug die Frauen vor häuslicher Gewalt mit Eminem als Beispiel und das alles in der Primetime bei MTV. Aufgrund dessen bekam auch sie auf The Real Slim Shady ein paar Zeilen ab. Sie antwortet daraufhin mit dem Song The Real Slim Shady Please Shut Up. Im Jahre 2002 versöhnen sich die beiden, bis M im Jahre 2018 sich wieder mal über Christina Aguilera im Song Kick Off lustig macht. Everlast. Der Beef beginnt, als Eminem Everlast nicht erkennt und an ihn vorbeiläuft. Daraufhin disst er Eminem und wieder mal seine Tochter. Eminem antwortet daraufhin mit dem Song I Remember, in dem er das ganze Leben von Everlast auseinandernimmt. Der antwortet wiederum mit dem Song Whitey's Revenge, bis dann Eminem den Beef für sich entscheiden kann mit dem Song Quitter. Nach dem Song wurde es auch wieder ruhig um Everlast und M, bis sie dann im Jahre 2014 ihre Streitigkeiten aus der Welt geschafft haben. Irgendwie komisch, dass M immer das letzte Wort hat, Mann. Limp Bizkit. Der Beef mit der Band und Eminem beginnt aufgrund des Streites mit Everlast. Denn in einer Diskussion sagt einer der Bandmitglieder von Limp Bizkit, dass M Everlast im Kampf unterlegen sei. Aus Wut über diese Aussage released Eminem dann den Song Girls, in dem er unter anderem Limp Bizkit attackierte. Aber dabei blieb es dann auch. Vanilla Ice.
Eminem macht sich über Vanilla Ice Klamottenstil in ein paar Songs lustig, bis Vanilla in einem Interview sagt, dass M seine Rap-Skills ihn nicht beeindrucken. Daraufhin rappt M in dem Song Marshall Mathers, Vanilla Ice mag mich nicht und redet schlecht über mich, aber färbt sich die Haare genauso wie ich. Das nahm Vanilla Ice zum Anlass, einen Rock-Diss-Song zu machen, der echt komisch war. Später sagt er, der Song war nur ein Joke und es gibt kein Beef mit M. Insane Clown Posse. Der Beef beginnt, als Eminem noch nicht bekannt ist und Flyer verteilt für seine EP-Release-Party. Auf dem Flyer steht, dass vielleicht die Insane Clown Posse auftreten wird, damit noch mehr Leute zur Party kommen. Das Ding ist nur, M hat sie dafür nicht mal angefragt. Nach der Aktion fragt er die Insane Clown Posse trotzdem, ob sie bei der nächsten Party für ihn auftreten können. Da sie aber die Flyer-Aktion von Eminem nicht so gefeiert haben, sagten sie den Auftritt ab. Nach der Absage released Eminem mehrere Diss-Songs gegen sie. Um euch nur einen zu nennen, Till Hell Freezes Over. Fuck ICP by My CD. Die Posse antwortet daraufhin mit dem Song Slim Anus. Und M behauptet, dass D12 die Posse mit Paintball-Pistolen aus dem Club gejagt habe. Nach langem Hin und Her beendet Proof, ein Mitglied von D12, den Beef zwischen allen. Und das kurz bevor er verstarb. Aus Respekt ihm gegenüber hält der Frieden bis heute. Ja Rule. Der Streit zwischen Ja Rule und Eminem entstand natürlich durch 50 Cent. Dafür könnt ihr euch gerne die Doku von 50 Cent gegen Ja Rule angucken. Als Ja Rule dann beim Dissen anfängt zu übertreiben, mit einer Line, die überhaupt nicht klar geht und wieder direkt an seine Tochter gerichtet ist, legt Eminem los. M, you claim your mother's a crackhead and Kim is a known slut, so what's Haley gonna be when she grows up? Er antwortet auf mehreren Diss-Songs und disst Ja Rule mit seinem ganzen Camp. Im Jahre 2004 beendet Eminem dann den Beef mit dem Song Toy Soldiers. Seitdem kam von beiden Parteien nichts mehr. Mariah Carey. Am Anfang von Eminems Karriere machte er immer wieder Andeutungen, dass er eine Beziehung mit Mariah Carey hatte. Sie verneint das aber und sagt, dass sie nur ein paar Mal miteinander abhingen. Daraufhin spielt Eminem auf seiner Tour private Voicemails von Mariah ab. Ab diesem Tag bekam Mariah immer wieder mal eine Zeile von Eminem ab, bis er sogar Nick Cannon, den neuen Mann von Mariah, in einem Song erwähnt. Mariah Carey reagierte daraufhin mit dem Song Obsessed und im Video ist ein Typ zu sehen, der Eminem sehr ähnelt. Auch wenn sie immer verneint, dass der Song über Eminem ist, antwortet er direkt mit dem Song The Warning, der wie ich finde ein sehr harter Song ist. Und daraus entstand dann der nächste Streit, und zwar mit Nick Cannon. Aufgrund des Streites mit seiner Frau redet Nick Cannon oft schlecht über Eminem, gibt ihm aber immer wieder Respekt für seine Rap-Skills, bis er dann 10 Jahre später wieder versucht, M zu triggern. Aber diesmal ließ die Antwort nicht lange auf sich warten. Und Eminem disste Nick Cannon namentlich auf den Song Lord Above. Nick droppt darauf den Song The Invitation, in dem er behauptet, Eminem hat einen Limousinenfahrer dafür Geld gezahlt, ein Video zu löschen, in dem zu sehen ist, wie Eminem einem anderen Mann einen Blowjob gibt. Eminem twittert darauf hin, dass er nicht mal einen Chauffeur hat. Nachdem dies geschah, releaste Nick Cannon diverse Diss-Tracks, die alle sehr, sehr schlecht waren und auf die Eminem bis heute nicht geantwortet hat. Machine Gun Kelly. Im Jahre 2012 betitelt MGK Eminems Tochter als verdammt hot. Machine Gun Kellys Aussage zufolge bannte ihn dann Eminem von seiner Radiostation Shady 45. Als dann Eminem im Song Not Alike mit ein paar Lines auf die MGK-Situation eingeht, released Machine Gun den Song Rap Devil, der wie ich gestehen muss, ein sehr starker Diss war. Die Antwort auf den Song müsste eigentlich jeder von euch kennen, denn mit dem Song Killshot brach Eminem YouTube-Klickrekorde. Seitdem disst MGK immer mal wieder Eminem, der im Jahre 2020 bekannt gegeben hat, dass der Beef nach Killshot für ihn gegessen sei. Joe Budden. Joe Budden war ein Teil von Slaughterhouse, die bei Eminem gesigned waren. Joe hat immer gut über ihn geredet, bis im Jahre 2017 die Single Walk on Water von Eminem erscheint und Joe ab diesem Zeitpunkt Eminem als irrelevant betitelt. Er sagt, dass alle neuen Songs von Eminem Müll sind, so dass Eminem im Jahre 2018 auf dem Kamikaze-Album auf Joe Budden antwortet. Er rappt, dass Joe Budden seine eigene Freundin beklaut, geschlagen und bedroht hat, worauf dann Joe Budden in seinem Podcast mit den Worten antwortet: Ich war das ganze letzte Jahrzehnt besser als du. Dennoch hat Joe Budden bis heute nie mit einem Song geantwortet. Lord Jamar. Das Mitglied der Brand Nubian Gruppe machte oft in Interviews klar, dass Eminem nicht zu seinen Top 10 Rappern gehört und er nur ein Gast in Hip-Hop sei, da er weiß es. Er redet immer wieder negativ über M, bis M auch ihn auf einen Song namens I Will disste. Nachdem sagt Eminem selber in Interviews, dass er nur ein Gast in Hip-Hop sei.
Das nahm Lord Jamar als Anlass, auf Twitter genau diese Worte hier zu schreiben. Fall abgeschlossen. Weiße Leute sind Gäste im Haus Hip-Hop, das von Schwarzen gebaut wurde. Außer diesen ganzen Beefs, die ich gerade aufgezählt habe, hat Eminem noch ein paar kleine Beefs gehabt, die eigentlich nicht gerade erwähnenswert sind. Zum Beispiel mit Charlemagne the God, ein Radio-Host, der Eminems Album als Müll bezeichnet. Er bekommt ein paar Lines beim Kamikaze-Album ab. Milkbone, den Eminem auf den Song Just Don't Give a Fuck disst, und Cage, der aber total irrelevant ist. Außerdem hat er den Streit gegen seine Mutter öffentlich ausgetragen. In fast jedem Song wurde die Mutter von ihm beleidigt, bis sie ihren Sohn auf 10 Millionen Schadensersatz verklagt. Das hielt ihn aber nicht davon ab, sie weiter zu dissen. Die Mutter antwortet sogar mit einem Song namens Dear Marshall. Ein Jahr nach der Anklage einigten sie sich und die Mutter bekam statt 10 Millionen 25.000 Dollar Schadensersatz. Davon blieb ihr aber nur 1.600 Dollar übrig, da sie die Anwaltskosten tragen musste. Das rappte Eminem sogar in den Song Without Me. Danach kam der unvergessliche Song Cleaning Out My Closet, in dem er mit seiner Mutter abschließt. Im Jahre 2013 hat Eminem sogar ein paar schöne Worte im Song Headlights über seine Mutter verloren. Und das waren die endlosen Beats von Eminem. Es gab nie Verletzte, nur Entertainment. Und sind wir doch mal ehrlich, dafür ist die Musik doch da, oder nicht?